Der traditionelle Neujahrsempfang der Handwerkskammer Koblenz und die Ehrennadelverleihung stehen im Mittelpunkt der Auftaktsendung von HWK TV im neuen Jahr. Über 500 Gäste konnte die Handwerkskammer Koblenz zum Neujahrsempfang im Zentrum für Ernährung und Gesundheit begrüßen. Zum Auftakt sprach Kammerpräsident Kurt Krautscheid zu den Gästen aus Politik, Diplomatie, Wirtschaft, Justiz, Bildung, Bundeswehr, Medien und dem Ausland, darunter Minister, Staatssekretäre, Abgeordnete aus dem Europaparlament, Bundestag und Landtag, Oberbürgermeister und Landräte. Gleich zu Beginn seiner Rede ging Kurt Krautscheid auf die jüngsten Terrorereignisse in Paris ein und stellte heraus, dass man gesellschaftliche Werte verteidigen werde, die geprägt sind von demokratischer Toleranz, von menschlichem Miteinander und der gemeinsamen Gestaltung einer Gesellschaft, in der sich jeder auf Grundlage des Grundgesetzes verwirklichen darf, kann und soll. Handwerk stehe für Offenheit, Verständigung, Integration und habe selbst seit Jahrhunderten und bis zum heutigen Tag auf der Walz Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft und offene Türen im Ausland kennen und erfahren gelernt. Für das Handwerk sei es selbstverständlich, Menschen willkommen zu heißen, die in Deutschland eine neue Heimat, gesellschaftliche Anerkennung, Integration und Arbeit suchen. Den Taten von Extremisten, die auf eine Spaltung der Gesellschaft zielen und Misstrauen zwischen Menschen, Religionen und Kulturkreisen erzeugen bzw. verstärken wollen, gilt es gemeinsam entschlossen entgegenzutreten. Diese Botschaft wurde auch im Rahmen des Empfanges selbst erlebbar. Denn mit dem türkischen Generalkonsul Ezer Torun wurde ein muslimischer Gast herzlich willkommen geheißen, der das Wirken des Handwerks und der Handwerkskammer lobte. Die Integration ist für uns auch sehr wichtig, wie der Herr Präsident der Handwerkskammer schon in seiner Rede betont hat, sind auch die Ausbildungsberufe oder das Finden eines Ausbildungsberufes sehr wichtig. Und wir sind auch bereit, mit der Handwerkskammer zusammenzuarbeiten in Richtung der Ausbildungsberufe für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Mit Blick auf die wirtschaftliche Situation unterstrich HWK-Präsident Krautscheid, das Handwerk stehe gut da. Doch die gesamtwirtschaftliche Lage lässt für 2015 eher wenig Raum für Euphorie. Als wichtigste Herausforderung nannte Krautscheid die Stärkung des Meisterbriefes auf europäischer Ebene und die Sicherung des fachlichen Nachwuchses. Ist für uns im Handwerk ganz brennend aktuell. Natürlich Zugangsbeschränkungen, heißt also Sorge um den deutschen Meisterbrief. Machen wir sehr viel Arbeit vor Ort und auch Brüssel, Berlin. Also wir versuchen alle Strippen zu ziehen, die möglich sind, dass wir da auch am Ball bleiben, dass wir uns nachher nicht vorwerfen lassen müssen, ihr habt euch nicht gekümmert. Der Einladung zum Neujahrsempfang waren auch zahlreiche Politiker gefolgt, die mit ihrem Kommen auch die Bedeutung des Handwerks hervorhoben. Wirtschaftsministerin Eveline Lemke lobte dabei insbesondere das deutliche Bekenntnis des Handwerks für eine offene Gesellschaft. Die Kammer hat ein ganz deutliches Zeichen gesetzt. Wir hatten hier auf der Großbildleinwand eben schon sechssprachig einen Willkommensgruß für Gäste. Und das ist ein tolles Zeichen, dass wir uns als ein Bundesland, dass das Handwerk sich wirklich bekennt dazu. Wir begrüßen Menschen, die hier zuwandern, die hier leben wollen, die aus anderen europäischen Ländern kommen. Wir tun das in deren Sprache. Wir machen es ihnen einfach, weil wir wissen, wir brauchen jeden und jede, die hier leben und die hier arbeiten wollen und die erfolgreich mit uns sein wollen. Im Vorfeld des Neujahrsempfanges verlieh die Handwerkskammer Koblenz die goldene Ehrennadel an 19 Handwerker bzw. Politiker, die sich in besonderem Maße für das Handwerk eingesetzt haben. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Kammer das langjährige Engagement im Ehrenamt. Das Ehrenamt, so unterstrich Kurt Krautscheid bei seiner Laudatio, leiste einen wichtigen Beitrag zum guten Stand des Handwerks, das einen erstklassigen Ruf genieße, der weit über den Kammerbezirk hinausreiche. Dank des Rückhalts durch die Familien und Unterstützung aus den Betrieben heraus ist ehrenamtliche Tätigkeit eine Mannschaftssportart und erfahre so auch hohe Wertschätzung durch das Umfeld. Über die goldene Ehrennadel konnte sich auch Orthopädie-Schuhmachermeister Walter Schneider aus Grafschaft Ringen freuen. Der 61-Jährige war 9 Jahre Obermeister der Innung und seit 1999 Mitglied der Vollversammlung der Handwerkskammer Koblenz. Außergewöhnlich sind sicherlich die ehrenamtlichen Wurzeln in der Familie Schneider. Denn schon Vater Jack war ehrenamtlich sehr aktiv und entwickelte nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Zentralverband die Ausbildungsordnung mit, die bundesweit als Standard im Orthopädie-Schuhmacher-Handwerk Maßstäbe setze. Inwieweit sich ehrenamtliche Gene im Erbgut der Familie Schneider befinden, beantwortet der Ehrennadelträger so.
Ehrenamt ist bei uns schon wirklich Tradition. Mein Vater war schon Bürgermeister in Rheinland-Pfalz, oder bei der Innung Mittelrhein-Pfalz genauer gesagt. Dann war er Gründungsmitglied des Bundesinnungsverbandes, das war 1970. 1971 haben wir den ersten Bundeskongress, also mein Vater, ich damals als kleiner Schüler noch miterlebt, in Bad Neuenahr durchgezogen. Was für die Familie auch bedeutete, dass sich die Innungsarbeit im heimischen Wohnzimmer abspielte und Sache von drei Generationen war. Vater Jakob, Walter und Sohn Holger Schneider halfen mit, denn die Innung hatte vor Jahrzehnten noch keine eigene Geschäftsstelle und so zog dieser Teil des Handwerks bei Schneiders mit ein, die seit 1926 einen Familienbetrieb führen. Mein Großvater hat 1926 seine Meisterprüfung abgelegt und hat hier in Grafschaft Ringen, damals noch Verbandsgemeinde Ringen, eine Schuhmacherei gegründet. Mein Vater hat 1952 seine Meisterprüfung als Schuhmacher nach dem Krieg gemacht. 1953 wurde das Orthopädie-Schuhmacher ein Vollhandwerk. Da hat er eine dementsprechende Zusatzprüfung gemacht. Und 1968 bin ich selber in die Lehre bei meinem Vater gegangen, habe 1975 meine Meisterprüfung abgelegt im Orthopädie-Schuhmacherhandwerk. Ja, und mittlerweile unser Sohn ist auch dementsprechend im Orthopädie-Schuhmacherhandwerk und hat auch seine Meisterprüfung 2003 abgelegt. 6 Mitarbeiter zählt der Betrieb heute, darunter die Handwerksmeister Walter und Holger Schneider. Einige ihrer Kunden halten dem Orthopädie-Schuhmachern seit über 4 Jahrzehnten die Treue. Der Spitzenreiter ließ seine ersten Schuhe 1953 bei Schneiders fertigen. Und sogar in Kalifornien ist ein Nutzer der Schneiderschen Handwerksleistungen zu Hause und schaut alle 2 Jahre in Grafschaft vorbei. Eine so enge Bindung muss Gründe haben. Und die sind sicherlich nicht nur handwerklich begründet, sondern auch in der persönlichen Betreuung. Dabei hat sich technisch in den vergangenen Jahren viel verändert und wird heute sogar mit Carbon oder Silikon gearbeitet. Walter Schneider gibt einen Einblick in die Palette der Leistungen seines Betriebes. Es geht über die Fertigung der orthopädischen Maßschuhe, was wir da, was ja auch wie ein Schuh zusammengebaut wird, über den Leisten, über den Schaft gesehen haben. Dann der Bereich orthopädische Schuhzurichtung. Der Bereich Einlagenfertigung, der sehr komplexer Bereich ist, weil Einlagen von bis, sage ich immer, vom Pumps bis zum Wanderschuh, bis zum Fußballschuh oder anderen Sportschuh, kann alles heute gefertigt werden. Man muss nicht mehr Einlagen vergleichen, dass man eine schwere Metalleinlage oder eine dicke Einlage, die man nicht in einen schicken Damenschuh reinbekommt, heute noch anziehen muss. Mit Sohn Holger steht die nächste Meistergeneration im Betrieb und wird das Werk der Vorfahren fortsetzen. Als Mitglied im Innungsvorstand sicherlich auch das Ehrenamtliche von Vater und Großvater. Mehr Informationen zur Verleihung der goldenen Ehrennadel gibt es auch in der nächsten Ausgabe des Magazins Handwerk Spezial, das am 31. Januar in der Rheinzeitung erscheint.